Ach, ist das nicht schön hier auf dem Land? Entweder du hast irgendwelche Pfarrer, die übers Mikro ihre predigen, oder du hast jemanden, der gerade irgendwas mit der Kettensäge zerlegen muss. Wie denn auch immer, wir sind wieder in meinem Garten, weil auch letztes Mal Patrick so schön erwähnt hat, dass er meinen Garten so gefällt. Und dann dachte ich mir, macht man doch das öfters, solange das Wetter passt. Außerdem könnt ihr so beobachten, wie meine Rosen voranschreiten. Ja, aber kommen wir zu unserem ersten Kommentar für heute. Und der ist von Freier Bewerter. Bei meiner Installation ist der Pfad der folgende: C Program Files, Cakewalk Files, T Plugins, SE Drum Kit. In dieser befindet sich dann SE Drum Kit DLL. Steckt da immer eine DLL drin? Also, es ging darum, wie ich bei Cakewalk. Ha, da müssen wir vielleicht erst den anderen Kommentar von dir vorlesen. Da macht es mehr Sinn. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, in Cakewalk Orchesterschlagwerk wie zum Beispiel Kesselpauken, kleine Trommel, große Trommel, Becken, Triangel und so weiter einzubinden? Ja, das geht und zwar sehr gut und zwar mit den VST-Standard. Es gibt unglaublich viele VST-Plugins, entweder Instrumente oder Effekte von den verschiedensten Herstellern, von Waves, von Native Instruments, von Overloud. Also da braucht ihr nur googeln und jedes dieser VST-Plugins bzw. Instrumente läuft mit, wie es der Name schon sagt, mit dem VST-Standard. Und ich muss dann im Endeffekt nur dieses Programm installieren, muss dann eben den richtigen Pfad angeben, wo diese VST-Plugins gespeichert werden und Cakewalk fügt diese dann zu meiner Software hinzu und ich kann die dann in Projekte einbinden. Ich habe hier auch hier noch ein Video, wo ich euch zeige, wie ihr ganz fix ein Plugin installiert. Und jetzt nochmal zu deiner Frage von vorher. Bei meiner Installation ist der Pfad der folgende: C Program Files, Cakewalk Files, T Plugins, SE Drum Kit. In dieser befindet sich dann sedrumkit.dll. Steckt da immer eine DLL drin? Richtig erkannt, alle VST-Plugins sind immer eine Programmbibliothek, also eine .dll-Datei. Dark Bats, na, da ist es ja endlich nach Monaten der Bettelei. Danke, du Yahoo.de, du. Geh, grins, wahrscheinlich. Ach, und natürlich will ich ein Cover-Video, ist doch klar, grins. Ja, Also, ein DistroKid-Cover-Video. Sowas kann die tatsächlich mal machen. Ich habe noch keins gemacht, obwohl ich Cover hasse. Aber vielleicht braucht ihr ja ein Cover. Kann ja sein. Bayernkult, du bist der beste Mann von Rottenburg. Ein Hoch auf das Einhorn. Werde keinen Song mehr machen ohne Einhorn-Version. Ja, aber du musst immer daran denken, wenn jede Version eine Einhorn-Version ist, dann ist ja jede Version eine Einhorn-Version und somit nichts Besonderes mehr und würde sich nicht mehr abheben. Oder? Summer Tree, Good Vibes, suche gerade einen neuen PC für Musik- und Videoproduktion. Kenne mich aktuell nicht gut aus. Was würdest du mir empfehlen, wo ich Linux installieren kann? Ist dringend danke. Ja, zum ersten Mal, wenn du dich nicht richtig gut auskennst, bin ich mir nicht so wirklich sicher, ob Linux das richtige Betriebssystem für dich ist. Grundsätzlich aber, was jetzt die Hardware betrifft, vielleicht kennst du dich ja nur mit Hardware nicht aus, kann ja genauso sein. Bei Hardware ist es so, wenn es nur um Musikproduktion geht, generell, also wenn ihr Cakewalk nutzen wollt oder eine andere Digital Audio Workstation, da reicht ein aktueller Office PC völlig aus. Ich habe hier so 1,6 GHz Möhre Audio, die ungefähr 10 Jahre alt ist und da habe ich ein Audio Interface, ein Roland, der 16 Eingänge hat und ich kann auch tatsächlich 16 Eingänge gleichzeitig aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, wo ihr immer was merken werdet, umso mehr Plugins ihr dann gleichzeitig nutzt, umso mehr wird das Ganze in die Knie gehen, wenn ihr einen langsamen Prozessor habt. Was ihr auf keinen Fall braucht, ist eine gescheite Grafikkarte, wenn es nur um Audiobearbeitung geht, weil Audiobearbeitung lebt und steht mit der CPU. Also, wenn ihr allerdings dann auch Videobearbeitung machen wollt, dann würde ich euch tatsächlich einen aktuellen Rechner empfehlen. Ich habe jetzt ganz gute Erfahrungen gemacht mit der AMD Ryzen 5 CPU-Serie und für gescheite Grafikkarten, da nimmt es eine Nvidia GeForce 3050 oder höher.
Ich habe jetzt eine 3060 Ti. Bin total happy damit. Zum Zocken total geil. Und auch für Videobearbeitung super. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist ein gescheites Audio-Interface. Du brauchst gar nicht mit der internen Soundkarte daherkommen. Die kannst du gleich in der Pfeife rauchen. Kauf dir ein vernünftiges Audio-Interface. Wie gesagt, ich empfehle ja immer gerne das Behringer UMC 1820. Das nehme ich seit über einem Jahr her und bin total happy damit. Und das läuft sogar mit Linux Mint 19.1 und 19.2. Kannst du mir da mal gerne in die Kommentare schreiben, wie das bei dir so funktioniert. Dario Slide, wie immer Daumen hoch, vom Süden gehen Norden, mach weiter so und ich wünsche dir, dass deine Abonnenten bald durch die Decke gehen. Da könnt ihr mir tatsächlich dabei helfen, ich hoffe es dir auch, ich möchte auch ein bisschen was damit verdienen. Deswegen like diesen Kanal, like dieses Video eigentlich eher und abonniert diesen Kanal mit Glocke und dann habe ich hier noch ein Video von euch, falls ihr noch nicht genug von mir bekommen könnt. Und drunter gibt es wie immer ein Musikvideo zum Chillen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder und bis dahin sage ich Bussi aufs Bauchibärli und Servus.